Die Stimmung an den Aktienmärkten hatte sich ja speziell in der zweiten Wochenhälfte etwas eingetrübt. Das lag an teilweise enttäuschenden Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. Das Verbrauchervertrauen war rückläufig. Die Auftragseingänge für langlebige Güter sind nicht so stark gestiegen wie erhofft. Und nun auch noch die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Die sind zwar so niedrig wie seit 4 Jahren nicht mehr, aber offenbar hatten sich Analysten hier noch bessere Daten erwartet. Das alles zog vor allen Dingen gestern die Kurse etwas deutlicher nach unten. Und weil diese Abschläge gestern doch so deutlich waren, sehen wir nun eine auch oft am Markt beobachtete Reaktion, nämlich eine technische Gegenbewegung. Auf diese hatten glücklicherweise auch viele Privatanleger ganz vorsichtig zugegebenermaßen, aber immerhin gesetzt mit Call-Optionsschein und Long-Zertifikaten. Das zahlt sich jetzt aus. Der DAX steigt um 42 Punkte oder 0,6% auf 6.917 Zähler. Aber jetzt ist wieder so ein bisschen eine Bremse drin. Deswegen nimmt man jetzt schnell diese Tagesgewinne mit und stellt sich an die Seitenlinie, wartet möglicherweise auf weitere Impulse. Diese könnten dann am Nachmittag wieder aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommen. Da erwarten wir dann neueste Statistiken zu den Konsumausgaben im Februar. Und dann natürlich sehr, sehr wichtig, der Chicagoer Einkaufsmanager-Index steht auf dem Programm. Der hat immer großen Einfluss auf die Stimmung der Börsianer. Wollen wir doch mal sehen, ob er diese dann heute auch aufhellen kann. Stärkster Gewinner im deutschen Aktienindex heute ist die Heidelberg Zement. Diese profitiert durch sehr, sehr gut laufende Geschäfte beim Konkurrenten Cemex aus Mexiko und auch durch eine Hochstufung der Analysten der HSBC. Die Heidelberg Zement steigt um 5,3% aktuell auf 45,83 Euro. Aber auch andere große DAX-Aktien können stark zulegen. Zum Beispiel die Autotitel Daimler mit 2,7%, BMW mit 2,9%. Hier hatten Derivateanleger auf steigende Kurse gesetzt. Auch hier geht dies in die richtige Richtung für sie. Sie bleiben sogar noch drin, größtenteils in den Kurs. Und auch die Commerzbank-Aktie steigt wieder um 2,1% auf 1,89 Euro. Na klar. Auf diesem niedrigen Niveau machen sich kleinste Kursbewegungen dann schon prozentual stärker bemerkbar. Aber immerhin, die Anleger lagen hier auf der richtigen Seite am heutigen Tag.